Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Konab. Wir schauen uns jetzt den John Deere 1630 an, in der Version 1.0. Das Ganze kommt von ARM Team, gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4 und Xbox One. Findet ihr immer in der Kategorie Fahrzeuge und dann Kompakttrakturen. Werkzeug bzw. Zubehör ist auch dabei, findet ihr in der Kategorie, also Fahrzeuge und Kompakttrakturen, und das Werkzeug findet ihr in der Kategorie Werkzeuge und Frontlader. Hier haben wir das coole Stück, John Deere 1630, 60 PS Leistung, 160 Liter Diesel, 30 km Max, 12.000 glatten der Anschaffung, 612 im Leasing, 60 PS Leistung, 160 Liter Diesel, 30 km/h. Reifenhersteller, Reifenvariante und Frontladeranbau haben wir als Konfigurationsblöcke mit dabei. Wir haben Trelleburg mit der Reifenvariante Standard, TM600, Zwillingsbereifung hinten, Pflegebereifung vorne und hinten und wiederum Standard. Michelin haben wir Agri BIP 2, Yelp BIP, und das ist es dann auch schon gewesen. Dann sind wir auch schon wieder bei Trelleburg. Frontladeranbau in simples Ja bzw. Nein. Kategorie Werkzeuge und Frontlader, da haben wir dann hier hinten einmal den Stoll 710. Frontlader speziell für diesen Traktor, ist auch so gemacht. Dann gibt es einen Ballenspieß dazu, eine Mistgabel, eine Palettengabel und eine Universalschaufel. Preise seht ihr hier variieren, je nachdem. Eine Universalschaufel kann alles laden, was ihr euch so vorstellen könnt, mit 940 Litern. So, schauen wir uns das gute Stück in dem Falle an. Wir haben jetzt im Übrigen keinen Soundbug. Also doch haben wir schon. Und zwar hier, der Frontlader hat einen Soundbug. Ihr hört's. Hört sich die ganze Zeit so an. Das müsste auf jeden Fall noch gefixt werden. Ansonsten haben wir hier einmal John Deere 1630. Das sieht soweit gut aus. Wir haben hier die 2WD. Ne, auf den Reifen steht auch nichts weiter drauf. Sollen aber Trelleburg-Bereifung ja sein, laut Beschreibung. Vorne John Deere-Logo, hier die normalen Fahrtleuchten. Vorne zwei Arbeitslampen. Auspuff ist klar. Spiegel dran, hinten Bremslichter, Blinker, Blinker. Hier hinten haben wir noch ein Arbeitslicht. Und dann halt hier dementsprechend die üblichen Anschlüsse. Oben eine kleine Rundumleuchte mit drauf, auch recht schick. Und wir haben natürlich auch überall Kollision. Im Innenbereich haben wir links, rechts Spiegel, die sind soweit in ihrer Form. Ansonsten hier ein John Deere Lenkrad, lässt sich soweit auch bewegen. Vorne Armaturen und Co. können wir gerne mal ein bisschen näher ran. Ne, seht ihr aber auch, das sieht eigentlich alles recht knackig und frisch aus. Da kann man eigentlich auch nichts sorgen. Ne, genauso wie hier Decke und Co. Ne? Also texturmäßig passt das Ganze, wüsste ich nicht, was man dagegen sagen sollte. Der Frontlader selber, bis auf das, dass er diesen Soundbug hier veranstaltet, sieht soweit auch gut aus. Ebenso die Anbauteile, kennt man ja bereits alles. Ne? Also alles Gucci, alles schön. Hören wir uns mal den Sound an. Ja, den Sound kennen wir ja, ist aus dem Standard-LS, deswegen, why not, hört sich jetzt nicht verkehrt an, wüsste ich nicht, was man dagegen sagen sollte. Thema Funktionalität, ihr seht, beide Hände sind am Lenker, das ist soweit schön, mit den rechten Beinchen hier wird auch gearbeitet, kann man ganz unschwer erkennen, das passt soweit alles. Spiegel funktionieren auch, ihr könnt natürlich mit dem Spiegel mal das Ganze noch anders einstellen, aber die sind eigentlich in einer ganz guten Position. Armaturen vorne sind soweit auch mit animiert, ich persönlich sehe jetzt aus der Standard Standardentfernung nicht wirklich viel oder kann da nicht wirklich viel ablesen, aber ihr seht, es ist hier dementsprechend mit animiert und das ist die Hauptsache, das passt, ne? Also läuft. Blinker und Co., ja, das Geklicke sind soweit auch mit dabei. Schalten wir das Ganze einmal in die Nacht, sehen wir das Ganze dann dementsprechend hier auch. Wir haben vorne eine Standard Lichtquelle schon mit drauf. Hier wird dann auch dementsprechend nur noch die Icons, die Buttons da vorne ein bisschen mit beleuchtet oder hervorgehoben. Wenn ich das Licht anmache, mehr sieht man dadurch jetzt auch nicht. Blinker sind im vorderen und im hinteren Bereich vorhanden, reflektieren soweit auch, ebenso hier die Rundumleuchte. Normales Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht und vorderes Arbeitslicht könnt ihr separat mit Numpad 5 und Numpad 6 aktivieren und deaktivieren. Die Hupe ist die Standardhupe, die man halt soweit kennt. Gibt es irgendwelche Spielereien? Jo, Simple IC haben wir in dem Falle nicht mit dabei, wie ihr seht, aber wir können die mittlere Maustaste gedrückt halten. Nach links und rechts könnt ihr die Beifahrertür öffnen und schließen, rechte Maustaste gedrückt halten. Links, rechts habt ihr hier vorne die Fahrertür und nach oben und unten könnt ihr hinten das Dachfenster öffnen bzw. schließen. Das geht auch alles sehr, sehr einfach von der Hand. Schön gemacht. Jo, ansonsten haben wir 31 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit. 1 km/h kriegt man laut Tacho eigentlich geschenkt, aber wir kommen nicht drauf, wie ihr seht. Also bei 30 ist es wirklich schade. Deswegen haut die Shop-Angabe soweit eigentlich hin. 30 angegeben, 30 schaffen wir. Ne, der Tacho schenkt uns noch 1 km/h. Sehr, sehr nett von ihnen.
Ansonsten ist die Fahrphysik auch mehr als angenehm. Also ihr werdet jetzt nichts Negativeres zum Standardfahren feststellen. Ne? Ihr seht, das passt alles. Wie gesagt, Spiegel passen, Scheiben passen. Ne? Da spricht nichts dagegen. Wir bauen jetzt hier noch vorne den Frontlader an, um euch das Ganze noch zu zeigen, wie das aussieht. Funktionieren tut es eigentlich ganz gut. Ihr seht, Bordsteinkanten macht er soweit auch kein Problem. Wie gesagt, dass der Sound bei dem Frontlader da vorne halt permanent so ist, wie es ist. Wie gesagt, das ist ein Fehler. Das wird auch, denke ich mal, gefixt werden. Weil selbst wenn ich es hier dran nehme und bewege, ne, ihr hört, der Sound bleibt halt. Also das ist ein kleiner Soundbug. Ne? Ansonsten klappt der Rest hier. Ihr seht, ihr könnt das stinknormal mit dran nehmen. Ab nur die Ballengabel, die Mistgabel, die Palettengabel oder die Universalschaufel. Es funktioniert soweit alles. Und das ist die Hauptsache. Bleibt zu guter Letzt noch der Lok übrig, der ist sauber. MB-Zahl reden wir hier von ca. 12 MB, könnt ihr also dementsprechend auch keine Fehler machen. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.